Es gibt viele, die sich die Frage stellen, warum sie noch nicht erfolgreich sind mit Marketing, Vertrieb oder im Business allgemein, obwohl sie im Prinzip die grundlegenden Themen schon beherrschen oder zumindest das Wissen haben, aber die Ergebnisse stimmen noch nicht. Und es kommt natürlich darauf an, zu wissen, zum Beispiel, dass man sich auf Vertrieb und Marketing fokussieren muss am Anfang. Und auch zu wissen, wie man das Ganze grob macht, ja, das ist schon mal sehr, sehr wichtig, dass man überhaupt was macht. Das sind die effektiven Aktivitäten. Aber die richtigen Durchbrüche erzielt man meistens erst dann, wenn man diese Effizienz reinbringt, dass man die Dinge nämlich richtig macht. Und ich führe das Ganze deshalb an, weil ich sehr, sehr häufig gefragt werde: Hey Andreas, woher habt ihr euer Wissen? Oder was ist das Besondere an eurem Training, was ich woanders so nicht finde? Und grundlegend ist es so, dass wir eigentlich dieselben Grundlagen den Leuten beibringen, wie man sie bestimmt auch woanders schon mal sie irgendwie finden kann oder gehört hat und so weiter. Aber der Twist ist, dass wir es richtig machen, dass wir die Kleinigkeiten an Fehlern beseitigen, die 80% der Ergebnisse kaputt machen. Ich will ein Beispiel geben. Es gibt Unmenge kleine Details, die wir uns erarbeitet haben, die aber einen drastischen Unterschied ausmachen. Und ich will jetzt vielleicht mal so zwei, drei einfach nur mal nennen, damit du weißt, was ich meine, damit es Klick macht, okay? Das erste Beispiel ist aus dem Bereich Agenturgeschäft zum Beispiel. Zwei Hinweise aus dem Bereich Agenturgeschäft. Habe ich letztens im Webinar zum Beispiel erzählt. Wenn du verkaufst an Unternehmen, die so groß sind, dass der Inhaber nicht mehr da ist, also dass es einen angestellten Geschäftsführer gibt oder es gibt so konzernartige Strukturen, dann bekommst du einfach keine schnellen Entscheidungen. Das heißt, wenn du schnelle Sales machen willst, ja, die ganze Zeit sehen willst, dass sich was tut, ja, du schaltest Ads oder gehst in die Akquise und du willst schnelle Resultate sehen, dann darfst du einfach nicht verkaufen an konzernartige Strukturen, weil die haben monatelange Sales Cycles. Und die Dauer dieses Sales Cycles steht meistens auch in keinem Verhältnis zu dem höheren Auftragswert, den du vielleicht bekommst. Ja, es kann sein, dass du bei einer konzernartigen Struktur vielleicht einen Auftrag bekommst für 60.000 oder 100.000 Euro als Agentur, aber bei einem inhabergeführten Unternehmen relativ schnell einen Auftrag für 30.000 Euro bekommen würdest. Der Unterschied ist nur, da kannst du jeden Monat vielleicht drei oder vier davon holen und von den Großaufträgen kriegst du vielleicht einen Monat bei diesen langen Sales Cycles. Das ist eine Beobachtung, die habe ich gemacht. Ich habe das noch nirgendwo gelesen, dass man sich eher auf diese inhabergeführten KMUs konzentrieren sollte in der Akquise, wegen kurzer Sales Cycles und man dann auch gute Resultate sehen kann in kurzer Zeit. Das habe ich noch nie, also ich habe auch einiges gelesen, habe auch viele Trainings immer gemacht, irgendwie vor 5, 6 Jahren im Bereich Business. Aber ich habe es noch nie so rausgearbeitet gesehen. So, das ist eine. Gerade als Agentur, ja, es gibt also eine Grenze, wo du sagst, hier Konzernstrukturen mache ich nicht, ich bleibe in dem Feld hier. Ja, hier ist eine Grenze, ja, da gehe ich nicht drüber hinweg, weil da habe ich lange Sales Cycles, will ich nicht. Und dann habe ich auch noch nirgendwo gelesen, jemals, also wirklich. Vielleicht irre ich mich da, vielleicht gibt es jemanden, der es auch schon so beschrieben hat, aber ich habe mir auf der einen Seite hier diese Grenze erarbeitet, selbst durch Testen. Ja, ich habe ja selbst eine Marketingagentur im Hintergrund. Ich habe auch dann for you gearbeitet die ganze Zeit als Berater. Also hier war eine Grenze, wo es keine Entscheidungsschnelle gab. Und dann gab es eine andere Grenze auf der anderen Seite auch. Und zum Beispiel, die Grenze ist da, wo du Agenturdienstleistungen anbietest für einzelne Selbstständige, die aber noch kein richtiges etabliertes Geschäft haben. Weil es bringt nichts, zum Beispiel Lead-Gewinnung zu machen für Menschen, die gar nicht wissen, wie sie verkaufen. Weil die können mit den Leads nicht umgehen. Das heißt, Unternehmen, bei denen noch wenig geht bis gar nicht geht, da wo der Verkaufsprozess nicht steht, da sollte man auch als Agentur nichts machen. Also es gibt eine Grenze hier, wo es zu lange dauert, einen zu closen. Und es gibt eine Grenze hier, wo ich zwar schnell closen kann, aber ich sollte die nicht closen, weil ich werde keine richtige Kundenzufriedenheit bekommen, weil die können noch nicht verkaufen. Und dann gibt es diese Schicht hier in der Mitte, wo der ideale Kunde ist.
nämlich bei erfolgreichen Selbstständigen und inhabergeführten KMUs, ja, kleineren und mittelständischen Unternehmen. Das ist dieser Sweet Spot für Werbeagenturen zum Beispiel. Und das habe ich mir erarbeitet. Das habe ich als Pattern gesehen, ja, aus der eigenen Tätigkeit und aus den dann hunderten Agenturen, die plötzlich bei uns im Training waren, wo ich gemerkt habe, warte mal, warum sind die so erfolgreich? Was macht der falsch? Und warum sind die plötzlich weniger erfolgreich, nachdem sie ihre Preise erhöht haben? Warum machen die jetzt weniger Geld, obwohl sie höhere Preise haben? Naja, weil sie zu diesen großen Firmen gehen, wo es nicht zu Entscheidungen kommt. Das bleibt ewig im Nirvana hängen. Und dann habe ich ein Muster gesehen. So, und dieses Muster ist jetzt eine Art Feintuning, das im Training mit drin ist. Es gibt dieses Feintuning, wo ich sage, hol nicht die, hol nicht die, hol die Zielgruppe in der Mitte. Und natürlich sprechen wir jetzt auch über Akquise und über Marketing, aber speziell für die Zielgruppe. Und das liefert das Geld. Das bringt den Erfolg für den Agenturinhaber zum Beispiel. Wie das alles geht, habe ich letztens im Webinar beschrieben. Ich habe es auch im Training im Detail. Das ist eine Erkenntnis. Eine andere Erkenntnis zum Beispiel war, dass wenn du mit Selbstständigen agierst und du willst zusammenarbeiten mit denen, dass du nur Verkaufsgespräche mit Leuten führen solltest, die innerhalb der nächsten 60 Tage auch die Zusammenarbeit mit dir starten können. Das steht nirgendwo. Habe ich noch nie irgendwo gelesen. Aber ich habe die schmerzliche Erfahrung gemacht und es kam auch heute Morgen wieder im Live-Call vor, den ich gehalten habe. Ja. Ich hatte immer bei uns im Training so 2,5-stündige Live-Calls, ein, zweimal die Woche. Und da gab es das Thema auch wieder. Da hat jemand einen Abschluss gemacht mit irgendwelchen Selbstständigen, auch mit einer Agenturdienstleistung. Und da war es dann so, dass die Leute dann in 3 Monaten starten sollten. Aber jetzt ist der Startzeitpunkt in 2 Wochen. Jetzt machen die auf einmal irgendwie so Stress. Sie wollen aus dem Vertrag raus, weil es irgendwie nicht mehr so passt oder weil sich irgendwas geändert hat. Und es ist ständig so, dass wenn du mit einem einzelnen Selbstständigen was ausmachst und schließt einen Vertrag und eigentlich alles sollte in trockenen Tüchern sein, dass es sein kann, wenn der Vertrag in 2 Monaten, in 3 Monaten, in einem halben Jahr startet, dass es Probleme gibt mit dem Kunden. Und zwar deshalb, weil bei einem selbstständigen Einzelkämpfer es so ist, dass dem seine emotionale Situation sich so auf Wochenbasis, teilweise Monatsbasis stark schwankend ändert. Weil ein einzelner Selbstständiger hat keine Konsistenz in seinem Business bisher. Der hat so eine Art Tages- und Wochenperformance. Mal ist ein Tag richtig geil, mal ist ein Tag richtig scheiße, mal ist eine Woche richtig geil, mal ist eine Woche richtig scheiße. Und es kann sein, dass der in 2 Monaten sich fragt, nee, eigentlich will ich das gar nicht mehr machen, wofür ich mich vor 8 Wochen entschieden habe. Und deshalb sollte man auch eigentlich nur Verkaufsgespräche führen mit Leuten, die zeitnah starten können. Weil je länger du in die Zukunft gehst, desto weniger kann ein einzelner Selbstständiger abschätzen, wie viel Geld er haben wird zu dem Zeitpunkt, wie sein Business läuft zu dem Zeitpunkt, weil es halt so starken Schwankungen unterliegt, weil er auch so klein ist. Und das sind so Kleinigkeiten, die dieses Feintuning sind von so einem System. Was wir gemacht haben bei Baule Consulting ist, wir haben so viele Kunden aus dem Bereich Dienstleistungen. Ja, wir sind vor allem mit erklärungsbedürftigen Dienstleistungen im hochpreisigen Bereich unterwegs. Ja, Coaching, Beratung, Training, Agenturdienstleistungen, auch Offline-Dienstleistungen. Wir haben zum Beispiel viel mit Ingenieuren mittlerweile zu tun, Handwerkern, Schönheitspraxen, Dentallaboren, Zahnärzten und so weiter. Aber meistens da, wo es halt Privatleistungen sind. Und wenn du mal so viele Kunden hattest wie wir, es sind jetzt über 3600 Kunden, die wir betreut haben in den letzten 4 Jahren, in so vielen Nischen und Branchen, wo es aber immer noch so viele Schnittmengen gibt. Und du bist jemand wie ich bin sehr gut darin, Muster zu erkennen. Dann siehst du einfach die ganz vielen Kleinigkeiten, auf die es ankommt. So. Und wir geben bei uns im Training den Leuten die Grundlagen mit, aber in einer herausgearbeiteten Perfektion, wo manche Leute auf der Oberfläche denken, das kenne ich schon irgendwoher, aber sie verstehen nicht, wie es auf diese Kleinigkeiten ankommt. Denn wenn du heute einen Vertrag machst mit jemandem, der erst in 3 Monaten startet, kann die Wahrscheinlichkeit bei über 50% sein, dass dieser Kunde Stress macht. Oder sogar noch weit mehr teilweise. Aber du rechnest mit dem Geld. Und ich sage meinen Kunden, ja okay, wenn es nicht anders geht, dann mach den Vertrag. Besser wäre es aber gewesen, du rufst den Kunden, du machst heute kein Gespräch, sondern rufst den Kunden erst in 2,5 Monaten oder in 2 Monaten wieder an, machst dann nochmal ein Gespräch und closed ihn dann. Weil wenn du mit dem Geld rechnest in deinem Kopf, anfängst Leute einzustellen unter Umständen, du planst mit der Cola, sie kommt nicht, dann bist du am Fehlkalkulieren.
Und ich, bei uns im Training jemand mir das erzählt, ja, der Kunde fängt in 3 Monaten an, dann sage ich dem, ja, okay, du hast zwar einen Vertrag, aber hey, zins den mental mal ab und kalkuliere nicht damit. Weil wenn du als einzelne Selbstständige versuchst, eine Agenturdienstleistung da zu verkaufen, ist das Ausfallrisiko relativ groß, also das Stressrisiko, ja, dass da irgendwie, dass das Geld wirklich eventuell nicht kommt. Und deswegen zeigen wir bei uns im Training Leuten, okay, konzentriere dich auf Leute, die schnell Entscheidungen treffen können, aber so groß sind, dass sie zuverlässig sind, zum Beispiel, ja. Sorg dafür, dass die Leute zeitnah starten mit dir, weil sobald sie gestartet sind, ist das alles in Ordnung, ja. Sorg auch dafür, zum Beispiel, dass deine Zahlungsmodalitäten so sind, dass du möglichst früh oder wenn vielleicht nur so in 2, 3 Raten oder in 2, 3 Zahlungen auch dein Geld bekommst, ja, mach nicht irgendwelche langen, fiktiven Abschlüsse, ja. Also nicht irgendwie jemand zahlt dir eine Summe an und jemand zahlt eine Summe X und zahlt die über die nächsten 24 Monate ab, sondern sorgt dafür, dass das Geld zeitnah kommt. Und das sind wirklich so locker tausende kleine Stellschrauben, die man falsch machen kann, schon in so einem sehr simplen Business wie Dienstleistungen. Im Marketingprozess, im Verkaufsprozess. Und es hört da nicht auf. Es geht mit dem Onboarding des Kunden weiter, wie man Kunden richtig betreut, wie man kommuniziert mit den Leuten, etc. Und da gibt es so viele Kleinigkeiten, die wir schon rausgearbeitet haben, Fehler, die wir gemacht haben, die du nicht mehr machen musst. Und das ist, was wir den Leuten zeigen. Und deshalb haben die Leute bei uns so gute Resultate. Weil wir nicht nur die Grundlagen, die jeder benötigt, den Leuten am besten mitgeben, sondern die Ausführung der Grundlagen. Es geht nur um die Ausführung im Detail, die den Unterschied ausmacht. Und da sind wir meiner Meinung nach die Besten drin. Da haben wir auch am meisten Leuten geholfen, wahrscheinlich im gesamten deutschsprachigen Raum, was diese Themen angeht. Und deshalb sind unsere Kunden im Durchschnitt erfolgreicher als vielleicht bei vielen anderen Anbietern. Das ist das Geheimnis. Ja, einfach diese Exzellenz in der Ausführung der Kleinigkeiten. Nicht nur effektive Dinge tun, sondern diese Dinge möglichst effizient tun. Dass es da keine Reibungsverluste gibt und überall Kunden irgendwie verloren gehen, die man hätte haben können. Ja, darum geht's. Das ist Präzisionsarbeit am Ende des Tages. Und damit du diese ganzen Fehler nicht machen musst, dafür hast du ja einen Berater, dafür hast du einen Trainer. Also falls du herausfinden willst, was für Sachen du eventuell gerade falsch machst, die du noch so rausschleifen müsstest aus deinem Prozess, ja, und es sind meistens immer nur die Grundlagen, an denen es scheitert, dann melde dich gerne bei uns auf der Seite www.andreasbaulig.de, trag dich ein zu einem kostenlosen Erstgespräch und wir verraten dir ganz genau, was bei dir eventuell gerade noch ein bisschen das Problem ist und wie du auf einen komplett neuen Level kommst als Coach, Berater, Trainer, Experte oder Dienstleister. Ja, interessante Idee. Vielleicht für den einen oder anderen, ja, denkt mal drüber nach. Nehmt den Impuls mal mit auf und überlegt euch mal, wo verliert ihr gerade überall so leicht, so mit Reibungsverlusten in eurem aktuellen Prozess die Kunden. Und wenn ihr das Ganze verbessern wollt, wie gesagt, dann meldet euch gerne bei mir in meinem Team. Bis zum nächsten Mal, dann Andreas, mach's gut, ciao. Mein Name ist Jeffrey Burton und ich helfe selbstständigen Unternehmern und Geschäftsführern beim Abnehmen. Ich bin mit dem Coaching gestartet, weil ich einfach Online-Menschen helfen wollte beim Abnehmen und das bis dahin nur offline gemacht habe. Meine Key-Learnings aus dem Coaching bisher waren also vor allen Dingen Mindset-Schübe. Das heißt, ich musste erst mal lernen, ins Handeln zu kommen, richtig zu machen. Einfach stumpf umsetzen, habe ich auch Probleme mit gehabt. Und ansonsten, ja, von Verkauf über Mindset bis eigentlich in jedem Bereich konnte ich so ein bisschen was mitnehmen. Mein bestes Erlebnis war wahrscheinlich mein erster Verkauf, weil ich damit dann wusste, dass das Thema so auch online funktioniert und nicht nur offline, wie es davor bei mir gewesen ist. Und das war wahrscheinlich das beste Learning oder mein bestes Erlebnis. Mein höchster Monatsumsatz bisher waren knapp 10.000. Das Baulig-Coaching macht meines Erachtens nach die Ehrlichkeit der Jungs aus. Das heißt, so unangenehm, wie es manchmal ist, so wichtig ist es auch und so hart, wie es einen trifft, so gut ist es dann auch, weil im Nachgang hat es ja eigentlich nur Vorteile. Das Baulig-Coaching ist das Beste auf dem Markt, weil es mir bis zum heutigen Tag sehr viel weitergeholfen hat, ganz einfach. Durch das Coaching bei den Bauligs habe ich vor allen Dingen mindset-technisch einiges gelernt. Das heißt, ich habe gelernt mittlerweile, dass der Verkauf online funktioniert, dass ich Menschen auf diese Art und Weise helfen kann, dass ich die Sachen nicht verkomplizieren muss, sprich, dass es oftmals gar nicht so kompliziert ist, wie man denkt. Das waren eigentlich die wesentlichen Punkte.